Willkommen zurück in Toldemer. Und ja, nachdem ich das letzte Mal nicht wusste, wie es weitergeht, weiß ich eigentlich immer noch nicht, wie es weitergeht. Aber was ich mal so überlegt hatte, drüben war ja eine Treppe nach unten. Gibt's hier auch irgendwie eine nach unten? Mach die Tür zu. Gib nur den Knopf. Den hatte ich sogar mal gedrückt gehabt. Bin ich mir ganz sicher. Und da kam keine Treppe. Ja, was haben wir eigentlich hier? Oh Gott, welchen Gang gehe ich lang? Welchen Gang gehe ich lang? Stimmt, da unten ist das ja mit diesen, mit der roten Halle. Ich dachte eben so, hä? Lava? Warum ist Lava hier? Aber nee, das ist ja keine Lava. Was soll denn hier eigentlich ankommen? Aus? Nee, das habe ich mir. Nee, das habe ich mir, glaube ich, nur eingebildet. Was muss ich denn machen? Ist das so überhaupt richtig? Oder doch die andere Richtung? Sieht überhaupt irgendwas? Ich weiß auch nicht mal, was das bezwecken soll. Das ist ja das Lustige daran. Komisch. Ich gehe mal nach oben. Vielleicht hat sich da ja mittlerweile was getan. Und hat sich hier irgendwas getan? Das Teil hat sich bestimmt immer noch nicht verändert. Ich weiß gerade nicht mehr, wie das vorher aussah. Ich gucke einfach durch, dann weiß ich es ja. Ob es sich verändert hat oder nicht. Das war das nach rechts. Ach, ich guck, jetzt kann ich durchgucken. Aber warum kann ich auf einmal das sehen, hä? Also da nochmal, das sollte man dann sehen, ne? Aber das war nämlich bei mir ganz anders ausgerechnet, aber ich weiß auch nicht warum. Kann ich sonst irgendwo noch was sehen? Also das bewegt sich, das Teil. Hat sich das woanders dann auch bewegt? Sprich, dort drüben war ich als letztes, ne? Da konnte ich ja auch nichts mehr sehen. Ach, der Weg zum Sockel ist einfach so lang. Und die Treppe runter und beim Sockel. So, fällt mir ein, hier war doch noch so ein komisches Zeichen, genau das da. Ich bin mal gleich wieder da.
So, da bin ich wieder. Ja, leider, leider nachgesprochen. Da ich erst wesentlich später, wenn ich hier das alles fertig habe, merke, ich hatte mein Mikro hochgeklappt. Das ist mir eben auch beinahe wieder passiert. Ja, ich habe einen Hebel betätigt. Das ist der für die Gondeln. Weil ich nachgelesen hatte, dass man die irgendwie einmal betätigen muss und auf der anderen Seite dann nochmal. Ich weiß es gerade nicht mehr so genau. Ich könnte jetzt in die Lösung nochmal gucken und das vorlesen. Aber ich mache mich jetzt eher auf den Weg zu dem, zu der Stein. Nein, Säule nicht, zu dem Steinpodest. Und ja. Weil die Gondel ist nämlich wichtig, um das letzte Symbol zu bekommen, das uns noch fehlt. Weil das andere können wir nicht einstellen, weil das kaputt ist. Naja, wir teleportieren uns jetzt dorthin, wo wir die Gondel zum ersten Mal gesehen haben. Ja, war. Ach so, ich wollte oben lang, genau. Ich habe mich gerade gewundert, hä, warum zögere ich? Genau, schön im Speed runter. Und noch weiter runter. Die Strecken sind immer sehr lang. Die Gondel ist da. Jetzt müssen wir nämlich von hier aus auf die Steintafel das eine Symbol zeichnen, was an der Wand oben war, was dann im Endeffekt irgendwie irgendwas mit der Zeit anscheinend macht. Irgendwie zurück oder so, ich weiß es nicht genau. Jetzt hoffe ich natürlich, dass es direkt gleich am Anfang erkennt. Nicht, dass ich nochmal das zeichnen darf. Und? Natürlich nicht. Wie sollte es auch anders sein? Wäre nicht das erste Mal, dass es auf Anhieb funktioniert. Vor allem jetzt sehe ich erst, dass ich es hätte gar nicht mehr zeichnen brauchen. Ich hätte einfach unten den Knopf drücken. Also hier dieses Symbol. Oh Gott. Ich bin so blöd. Oh Mann, jetzt kann ich mir deswegen den Arsch beißen. Verdammt aber auch. Naja, weiß ich fürs nächste Mal. Ich glaube, das fällt mir auch erst in der nächsten Welt auf. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Jedenfalls, jetzt hat endlich der Zauber funktioniert. Sicher gehen das doch wirklich ist und wir müssen diesen Hebel betätigen. Der bringt uns jetzt auf so ein Teil vorher, wo er vorher gestanden hatte. Was ich vorher befand. Und hier finden wir nämlich jetzt das nächste, also die nächsten Hinweise, wie wir das einstellen sollen. Und das wird natürlich auch mal relativ schnell aufgeschrieben. Ich brauche immer mal ein bisschen länger, was das Abzeichnen aufschreiben bezieht. Und jetzt können wir wieder, ich dachte schon zurück, aber wir fahren direkt weiter zu unserem, also zu dem, wo wir angefangen haben. Weil wir müssen ja eh hier unter Halle hin, um das jetzt einzustellen. Und das machen wir natürlich ganz wieder schnell hier, extra mit der Renntaste. Hier sind die Weg, ist der Weg wenigstens kürzer als bei dem anderen. Ich wollte gerade sagen, wie lang doch dieser Zauber wirkt. Und da war er schon vorbei. So, jetzt hier in der Halle. Welches Symbol war das? Das da.
und müssen einstellen. Natürlich immer vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Beziehungsweise, wo ist das Symbol? Stimmt, das war recht weit unten. Es ist schon ein Weilchen her, dass ich das alles hier aufgenommen habe. Ich habe, weil ich dann ja gemerkt habe, ich muss das nachkommentieren, Teil davon, dass es, ja, hatte ich dann nicht so großartig Lust gehabt, weil das so viel Zeit in Anspruch nimmt. Zumal ich das jetzt hier alles nachkommentiere, während ich eigentlich lernen muss für die Klausur. Böses, böses Mädchen. Aber ich habe gerade Zeit und gerade keinen Nerv zu lernen. Deswegen dachte ich mir, mache ich das, damit die Videos doch kommen. Ja, und da habe ich ein Blinken gesehen. War ich voll irritiert. Ich habe da ein Blinken gesehen. Ich weiß ganz genau, da hat es geblinkt. Da schon wieder. Keine Ahnung, was es war, aber es hat geblinkt. Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Oh Gott, ich muss gerade gehen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich machen musste als nächstes. An sich fehlt ja noch das letzte Symbol, aber ich weiß nicht, ob man das jetzt einstellen müsste oder nicht. Ich weiß es gerade echt nicht mehr. Was muss ich denn? An sich fehlt ja noch ein Symbol, oder? Ich glaube, ich klappe jetzt gerade alles ab, um zu gucken, ob ich irgendwo noch mal was sehe. Da wollte das mit der Anvisier nicht. Ich weiß das aber echt nicht mehr, was ich machen soll. Dabei ist es doch gar nicht so lang her. Komisch.